Herzlich willkommen zu diesem hoffentlich kurzen Video zum Thema technischer Durchstich. Der ist jetzt ja bis zum Sprint Review Meeting zu erstellen. Viele von Ihnen haben das auch schon und haben erste Gehversuche in der Zieltechnologie gemacht. Gemein mit technischem Durchstich ist ein etwas besseres Hello World in der Zieltechnologie. Die Story ist aber noch ein bisschen größer, deswegen würde ich gerne kurz noch ein paar Sachen per Foliensatz erzählen. Also, erste Preisfrage ist, warum machen Sie überhaupt einen technischen Durchstich und was kommt da rein? Was ein Architekt so macht, ist, der macht Architekturentwürfe. Also sagt, aus welchen Komponenten und Klassen so ein System besteht, welche Design-Patterns drin vorkommen oder welche Technologien verwendet werden. Und die große Preisfrage ist, wie viel Zeit am Anfang des Projektes stecken Sie in dieses Thema Architektur rein? Und da habe ich eine sehr schöne Darstellung bei Herrn Todt gefunden. Stefan Todt. Und zwar an diesem Balkendiagramm sehen Sie hier, das ist so das Graue, ist so das, was Sie als Arbeit reinstecken. Ich umkreise das mal am Anfang. Und da, der weiße Balken, hier sind die Nacharbeiten in Ihrem Projekt. Wenn Sie jetzt ein Projekt haben mit sehr hohen Risiken drin, also das heißt, da kann jede Menge Sachen schiefgehen, hohe Anforderungsfluktuationen, Konflikte mit den Stakeholdern, technische Unsicherheiten, ist, wenn Sie ganz wenig Arbeit am Anfang reinstecken, mit sehr, sehr viel Nacharbeit zu rechnen. Wenn Sie ein bisschen mehr Arbeit am Anfang reinstecken, ein bisschen weniger Nacharbeit. Wenn Sie maximal viel Arbeit reinstecken, haben Sie natürlich relativ wenig Nacharbeit, weil Sie eine maximal generische Architektur gemacht haben. Aber wenn Sie mal die Summe aller Arbeiten betrachten, also sozusagen erste Arbeit, die Sie reingesteckt haben, plus Nacharbeit, gibt es irgendwo ein Minimum, was nicht am Anfang sitzt, sondern irgendwo in der Mitte. Das heißt, Sie stecken mittel viel Aufwand rein und haben dann mittel viel Nacharbeiten. Und die Summe ist wahrscheinlich das Minimum. Es kann Ihnen natürlich keiner ausrechnen, wo dieses Minimum sitzt. Aber es ist jetzt nicht minimal viel Arbeit, aber auch nicht maximal viel Arbeit. Und in diesem Fall haben Sie, wenn Sie viele Risiken im Projekt haben, also zum Beispiel kritische Anforderungen wie Skalierbarkeit, Sicherheit, hohe Performance, Lasten, weil Sie viele Benutzer haben werden und so weiter. Wenn Sie Systeme machen, die wir machen, da sind meistens keine besonderen Risiken drin. Und dann haben Sie einen anderen summarischen Verlauf. Wir haben, wenn wir ganz wenig Zeit am Anfang reinstecken, werden wir einige Nacharbeiten haben. Aber wenn wir sehr viel Zeit reinstecken, werden wir ähnlich viel Nacharbeiten haben. Also wir können nicht viel sparen dadurch, dass wir viel Architekturarbeit reinstecken, sondern im Gegenteil, wir erhöhen durch den Aufwand, den wir am Anfang reinstecken, eher die Gesamtsumme. Deswegen macht es bei Projekten mit wenig Risiken, mit denen man konfrontiert ist, wenig Sinn, am Anfang einen riesengroßen Architekturentwurf zu machen und 300-seitigen Besinnungsaufsatz über die Wunderwelt der Schichtenarchitektur zu schreiben. Das haben wir damals gerne gemacht. Lohnt sich aber nicht oder lohnt sich nur für besondere Projekte und auch da nur in begrenztem Umfang. So. Der Teil, der sich lohnt, also die Frage ist ja, was ist denn in diesem orangen kleinen Pümpel drin? Da ist drin der technische Durchstich und um den soll es in diesem Foliensatz gehen. So, zunächst einmal technischer Durchstich, der implementiert im Grunde Ihre Softwarearchitektur. Große Preisfrage, was ist Ihre Software bzw. Systemarchitektur? Und da gibt es ein sehr schönes Buch, die sich so mit Qualitätskriterien auseinandersetzen, Rosensky und Woods. Und die schreiben, eine Architektur ist sozusagen die Menge aller Entscheidungen, die, wenn Sie die falsch treffen, explodiert Ihr Projekt. Also wenn Sie das falsch entscheiden, dann sind die Reparaturkosten sehr, sehr hoch. Also das sind so die wenigen Entscheidungen, die man richtig treffen muss. So ein bisschen pragmatische Definition. Die offizielle Definition stammt aus einer ISO-Norm, die ISO 42010. Das ist eine Nachfolgenorm von einem IEEE-Standard. Und jetzt ist halt die offizielle Definition des Begriffes Architektur. Und da steht, ich lese es mal kurz vor, Architecture. The fundamental concepts or properties of a system and its environment embodied in its elements, relationships and the principles of design and evolution. Also, so mal flapsig gesprochen, aus welchen Bestandteilen besteht Ihr System? Wie sind die Bestandteile untereinander verkabelt? Also welche Schnittstellen haben die? Und haben Sie vielleicht noch übergeordnete Designprinzipien, sowas wie Schichtenarchitektur, Blackboard-Architektur, Pipes und Filter und sowas? Ich mache dazu noch mehrere detailliertere Vorlesungseinheiten. Das ist auch so ein bisschen Kernstoff von Software Engineering 2. Dieses kurze Video soll erstmal nur dazu dienen, dass Sie grob wissen, wo das alles ist und dass Sie den technischen Durchstich richtig bauen können.
So, wenn Sie mal sich ein Architekturvorgehen anschauen, also was brauchen Sie eigentlich an Schritten, um zu einer, sagen wir, halbwegs geeigneten Systemstruktur zu kommen? Also dass Sie wissen, welche Komponenten sind das, welche technische Infrastruktur nehme ich hier, welches Datenbanksystem verwende ich. Also wie kommen Sie zu sowas? Schritt 1, Sie brauchen die Anforderungen und die Randbedingungen. Also wenn Ihnen der Kunde sagt, machen Sie es in Java, dann ist klar, dass Java gesetzt ist. Da können Sie nicht über JavaScript oder C# diskutieren. Oder Sie haben die Randbedingung, es muss unbedingt ein MySQL rein oder die wollen unbedingt eine Cassandra-Datenbank drin haben oder sowas. Meistens kann man das dann nicht so wegdiskutieren, ist das eine Randbedingung, die wir uns halten müssen. Und Sie haben eventuell gewisse Anforderungen, die zu berücksichtigen sind. So, daraus machen Sie jetzt die Anforderungen, die finden Sie raus, die wirklich Einfluss auf Ihre Architektur haben, und die nenne ich im Folgenden dann Architekturtreiber. Ich sage, Stoff kommt nochmal genauer, aber man sollte sich die Anforderungen und die Randbedingungen genau durchgucken und sagen, was sind jetzt die Sachen, die wirklich die Struktur meines Systems beeinflussen? Gibt es Sachen, die festlegen, ob ich einen oder mehrere Server habe, ob das on-premise oder in der Cloud läuft, ob das auf dem iPhone oder auf dem Android-Device läuft? Also all das, diese Anforderungen und diese Randbedingungen, das sind spezifische Architekturtreiber. Die überlege ich mir als erstes. Dann versuche ich auf dieser Basis einen ersten Entwurf zu machen. Das ist meistens so ein Kasten- und Pfeilediagramm, und das dokumentiere ich typischerweise über Architektursichten. Hier zu machen von Ihnen ist ein Verteilungsdiagramm, zeige ich gleich nochmal. Also Sie versuchen das irgendwie so aufzuschreiben, dass sich jemand anders erklären können. Ich sage, das ist jetzt typischerweise kein 300-seitiger Besinnungsaufsatz mehr. Vielleicht ist das nur noch ein 10-seitiges Rationale, was Sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht sind es auch nur noch irgendwelche Skizzen mit ein bisschen Geschwafel in Ihrem Wiki. Aber irgendwas muss da sein, dass Sie auch in 2 Jahren noch wissen, warum Sie sich eigentlich damals für diese Elemente und für diese Design entschieden haben und warum Sie jetzt von mir aus React gewählt haben, aber nicht Angular. Also all diese Entwurfsentscheidungen müssen irgendwo stehen, und das gehört zur Dokumentation. So, und was Sie dann machen ist, wer weiß, ob das Kasten- und Pfeilediagramm so umsetzbar ist. Sie versuchen die Architektur zu bewerten. Sagt, und unser technischer Durchstich, der gehört eigentlich zum Thema Bewertung der Architektur. Sie überlegen, versuchen auszuprobieren, ob das, was Sie sich ausgedacht haben, auch funktioniert. Und sagt, eine Möglichkeit ist der technische Durchstich, eine zweite Möglichkeit wäre beispielsweise Review durch Experten. Und wenn das alles gemacht ist, dann können Sie im Grunde das, was Sie sich ausgedacht haben, als Fundament ansehen, und dann können Sie anfangen, im Team iterativ in Sprints die Software zu bauen. Und dann durchlaufen Sie dieses ganze Kastenprogramm immer dann wieder, wenn sich irgendwas Kritisches ändert. So, und jetzt ganz kurz die einzelnen Schritte erläutert. Was sind Architekturtreiber? Ich habe Ihnen dazu schon ein paar Beispiele genannt im Foliensatz über Randbedingungen, aber ich glaube, dass Sie sich nicht jedes Video anschauen, deswegen bringe ich es nur ganz kurz nochmal. Was könnten Sachen sein, die Ihre Architektur beeinflussen? Erstens, Sie haben Vorgaben von Ihrem Kunden, das heißt, der sagt, es soll auf iPhone laufen, da können Sie es jetzt nicht mehr in Java schreiben beispielsweise. Oder der sagt, es soll in bestimmten Netzwerktopologien laufen. Oder der schreibt Ihnen vor, Sie sollen auf jeden Fall eine Oracle-Datenbank einbauen, weil das Firmenstandard ist. Die Sachen müssen Sie wissen, und daran müssen Sie sich halten. Es gibt teilweise vorgeschriebene Referenzarchitekturen. Beispiel dazu wäre AUTOSAR im Auto, wenn Sie ein neues Steuergerät programmieren, muss sich dieses Steuergerät in seiner Struktur an AUTOSAR halten. Oder der Kunde sagt, Sie müssen PWA nehmen, und ich schreibe Ihnen hiermit das Framework React vor. Oder Sie sollen das mit Vue machen oder so. Also solche Vorgaben kann es geben. Sie haben Liefertermine. Auch das kann die Architektur beeinflussen. Ich glaube, ich habe im Foliensatz über Randbedingungen mal die Story vom Arbeitslosen G2 erzählt. Da war es so, dass die Systems tatsächlich ein bestehendes System einbauen musste in das neue System, weil sonst der Termin nicht zu halten gewesen wäre. Also ist der Liefertermin-Architekturtreiber. Stückkosten genauso. Wenn Sie das auf den kleinsten denkbaren Mikrocontroller bauen müssen, bauen Sie die Software sicherlich völlig anders, als wenn Sie luxuriös viel Speicher und Rechenzeit zur Verfügung haben. Auch die Größe und Verteilung Ihres Teams ist wichtig als zur Bestimmung Ihrer Architektur. Wenn Sie 5 Teilteams haben, die über den Globus verteilt sind, haben Sie wahrscheinlich ein System mit 5 Komponenten. Also die Struktur Ihres Teams wird sich an die Architektur angleichen müssen. Da das meistens nicht passiert, gleicht sich häufig Ihre Architektur der Software, also die Struktur in Komponenten, in Schichten oder Tiers, gleicht sich an die Struktur und Verteilung Ihres Teams an. Das hat einen
Melvin E. Conway Ende der 1960er Jahre, ich meine, postuliert. Ich bin nicht sicher, ob er das wirklich gemessen hat. Also Conway's Law ist so ein Allgemeinplatz, der häufig gebracht wird in dem Zusammenhang. Und sie haben natürlich, das wird also häufig als Haupttreiber eigentlich bezeichnet, sind Qualitätseigenschaften, sowas wie sie wollen eine Antwortzeit haben, die unter einem gewissen Schwellwert liegt, statistisch. Sie brauchen eine gewisse Verfügbarkeit, diese 99,x% beispielsweise. Und sie haben Faktoren wie zum Beispiel die Kritikalität des Systems. Damit beschäftigt sich ja vor allem die vorlesungssicherheitskritische Systeme beim Kollegen Kai Höfig. Wie gesagt, da haben sie ganz andere Anforderungen an das System, weil sie halt eine gewisse Ausfallsicherheit beispielsweise brauchen. Und wenn ihr System kaputt ist, kostet das bei einer AKW-Steuerung möglicherweise Menschenleben. Während wenn ihre Webseite ein bisschen abraucht, macht das vielleicht gar nichts. Also bauen sie ein kritisches System, sicherlich völlig anders, vielleicht redundanter oder mit mehr Selbstchecks als irgend so ein Webshop, den sie oder irgend so ein Webdingsbums, was sie mal zum Amusement ins Netz stellen. Ich sage Details dazu natürlich in der SKS-Vorlesung beim Kollegen Höfig. So, also sie hat aber auf dieser Folie sind jetzt all die Sachen zusammengefasst, die vielleicht ihre Architektur beeinflussen könnten. Kommen Sie jetzt bitte nicht auf die Idee, einfach zu sagen, na ja, der Architekturtreiber ist meine Verfügbarkeit, soll 99, Quietsch% sein. Das können Sie zwar hinschreiben, aber wenn Sie jetzt überlegen, wie setze ich das um, wird das schwierig. Was Sie besser machen an der Stelle ist, überlegen Sie sich ein paar Beispiele. Sowas wie, wenn der Server X abraucht, soll das System innerhalb von 2 Sekunden wieder online sein. Und dann können Sie dieses Szenario, Server X ist abgeraucht, durchspielen und dann überlegen, naja, wie kriege ich denn raus, dass der Server abgeraucht ist, wie kriege ich den schnell wieder gestartet oder muss ich irgendeinen Hot Standby haben und so weiter. Also an diesen Beispielen wird Ihnen klarer, wie Sie dann so abstrakte Größen wie eine Verfügbarkeit von 99,4% umgesetzt kriegen. Also man kann das Ganze dann noch in eine Struktur bringen. Das habe ich jetzt hier mal auf eine nicht animierte Folie drauf getan. Sie können so einen sogenannten Quality Utility Tree machen. Das ist also, was ist sozusagen Ihre Qualität, die Sie erreichen wollen. Dann haben Sie so Teilkriterien, die können Sie aus der ISO 25010 entnehmen, sowas wie Performance, Änderbarkeit, Verfügbarkeit. Und dann können Sie sich überlegen, welche Teileigenschaften sind das. Und dann, spätestens dann, sollten immer Beispiele kommen von Themen wie zum Beispiel Verfügbarkeit. Was passiert, wenn das Rechenzentrum ausfällt? Wann ist das zweite online? Und dann gewinnen Sie aus dem Zusammenhang klarere Anforderungen an Ihr System. Und kriegen auch eine bessere Messbarkeit rein. Weil Sie zum Beispiel mit der Storpo können Sie den Neustart eines Systems messen, nachdem es ausgefallen ist. Das können Sie leicht feststellen. Und unter den, sagen wir mal, Beispielen kann sich auch jeder was vorstellen. Also das sind Beispiele für Architekturtreiber. Da sollten Sie die wichtigsten jetzt schon kennen und Ihren technischen Durchstich und das, was Sie über die Architektur haben, jetzt schon reinbauen. Sollte bei Ihrem Projekt aber fast alles unkritisch sein. So, nächster Schritt ist, wir dokumentieren unsere Architektur. Wie machen wir das? Da verwenden wir typischerweise Sichtenkonzepte, also das, was Sie sich überlegt haben in Ihrem Architekturentwurf, das skizzieren Sie in Form von einer Sicht. Ich habe das hier mal anhand des Beispiels aus dem letzten Solar Decathlon gemacht. Da hatten wir Informatiker, auch ein Teilteam, die Gebäudesteuerung mitgebaut haben. Und hier sehen Sie sozusagen eine 3D-Aufsicht, also ist vielleicht für einen Innenarchitekten interessant, der sich so ein bisschen über die Raumkonzeption Gedanken machen will. Oder für den Holzbauer, dass der halt weiß, wie das konstruiert ist. Während zum Beispiel vom Kollegen Krödel aus der Gebäudetechnik entwendet, dieses Anlagenschema natürlich nur für eine spezielle Zielgruppe gemacht ist, nämlich für den, der sozusagen dafür sorgen soll, dass das Ding konstant die Raumtemperatur hält und dass das, was diese Mechanik, die das macht, nicht zu viel Energie kostet. Also haben Sie gewisse Aspekte im Entwurf, die Sie da reinschreiben und jeder Aspekt ist für eine gewisse Interessengruppe gedacht. Also bei unserem Hausbau haben wir halt Elektriker und Klimatechniker und so weiter. In unserem Softwareentwurf haben wir den IT-Sicherheitsexperten, den Datenschutzexperten, den Skalierbarkeits-Cloud-Gott und so weiter. Und all die haben eventuell verschiedene Informationsbedarfe und deswegen machen wir verschiedene Sichten auf dasselbe System.
So, was gibt es für Sichten? Eine Sicht kennen Sie schon, und zwar das Kontextdiagramm. Das haben Sie schon vor ein paar Wochen gemalt. Ihr System als Kringel in der Mitte, drumherum Nutzergruppen und Nachbarsysteme. Mit dem Ziel, Risiken herauszufinden, welche Nachbarsystemschnittstellen fehlen mir vielleicht noch, welcher Informationsaustausch findet statt. Und Sie haben so eine grobe Landkarte schon mal, wie ist Ihr System verortet? Kontextdiagramm. Ich zeige jetzt nicht alle weiteren möglichen Sichten. Wie gesagt, das kommt noch mal in der Spezialvorlesung. Heute nur die Spezialsicht, die Sie machen sollen, nämlich ein sogenanntes Verteilungsdiagramm. Was ist das? Sie überlegen sich, auf welchen Rechnern läuft Ihre Software eigentlich, wenn sie mal gesamthaft läuft. Also vielleicht haben Sie oben im Client-Bereich einen Browser und irgendein Betriebssystem, auf dem der Browser läuft. Und was Sie da festlegen sollten, welcher Browser ist das genau? Also nicht nur irgend so ein Browser, schreiben Sie schon gar nicht irgendein aktueller Browser. Das ist tödlich, weil dann müssen Sie Ihre Software auf allen aktuellen Browsern testen, sondern schreiben Sie rein, es läuft nur auf Chrome in der Version so und so, und zwar nur auf dem Betriebssystem Apple iOS Version so und so. Also schreiben Sie die Versionsnummer konkret hin, denn je konkreter das ist, desto weniger müssen Sie nachher testen. Also schreiben Sie es nicht zu generisch. Und was Sie hinmalen, ist sozusagen so eine, wie so eine Matroschka-Puppe, so eine Art Laufzeitumgebung, in der wieder eine Laufzeitumgebung läuft, in der wieder eine Laufzeitumgebung läuft. Also Sie haben eine Hardware, vielleicht ein Apple iPhone. Auf dem Ding läuft das Betriebssystem. Das ist so die nächste Schicht, die drauf läuft. Auf dem Betriebssystem läuft vielleicht ein Browser. In dem Browser läuft eine virtuelle Maschine für JavaScript. In der virtuellen Maschine läuft dann Ihre wunderbare PWA. In der PWA läuft dann vielleicht noch irgendwas. Also wie so eine Matroschka-Puppe bauen Sie jetzt jeden von diesen Kästen auf und schreiben wirklich konkret rein, welche Versionen von was laufen denn da. Je konkreter, desto besser. Je konkreter, desto weniger müssen Sie nachher testen. Zweitens schreiben Sie auf, wie kommunizieren denn die Kästen miteinander. Das heißt, Sie haben vielleicht redet der eine mit dem anderen nur HTTP. Das wäre wahrscheinlich jetzt nicht mehr zulässig. Also sollte hier wahrscheinlich noch ein S dahinter. Wenn ein S dahinter ist, wissen Sie, Sie müssen sich noch um Zertifikate und sowas kümmern. Oder vielleicht redet der eine Server mit dem anderen über ein anderes Protokoll, Messaging oder alte Web-Services auf SOAP-Basis oder hier irgendein SQL-Zugriff und so weiter. Wenn ich diese Grafiken mal gesamthaft habe, kann ich dann damit mit dem IT-Betreiber diskutieren, also mit unserem Rechenzentrum beispielsweise, weil das ist ja im Grunde ein Einkaufszettel, welche Server man installieren muss, welche virtuellen Maschinen man braucht, wo man Server hat, die sicherheitskritisch irgendwo in der DMZ sein müssen oder nur im Intranet sein dürfen und so weiter. Also Sie haben schon eine ganz gute Diskussionsgrundlage, was Sie alles brauchen. Und Sie haben so eine erste Landkarte, wie Sie Ihr Team verteilen können. Dann können Sie nämlich sagen, Müller macht den Kasten, Meier den Kasten und Huber den Kasten. Also haben Sie so einen ersten Schichtenschnitt, wo Sie das nach Teams oder nach Teilteams aufteilen können. Also ich wiederhole nochmal. Sie sehen, wie ist das Zeug im Netzwerk verteilt, auf welchen Rechnern läuft es, welche Betriebssysteme, Apps, Server, Browser und andere Infrastrukturen sind beteiligt, welche Java Virtual Machine Version brauchen Sie. Und welche Netzwerkprotokolle werden gesprochen? Die Grafik, die Sie sehen, ist so ein informelles Schaubild. Das ist, ich glaube, mein Amtsvorgänger, der Johannes Siedersleben, hat mal angefangen, so derartige Kastendiagramme zu malen. Finden Sie auch in dem Buch Moderne Softwarearchitektur so ähnlich wieder. Also, das ist einfach informell, so eine Menge geschachtelter Kästen. Sie können natürlich auch formal als geeignete Ingenieurin oder Ingenieur nehmen Sie natürlich eine normierte Sprache, in der Sie es hinschreiben. In unserem Fall ist das die UML. Seit der Version 2 von der UML, also seit ungefähr 2005, haben Sie auch gescheite Architektur- und Komponentendiagramme zur Verfügung. Also man würde ein sogenanntes Deployment-Diagramm in UML verwenden. Sie erkennen Sie mal an diesem dreidimensionalen Kästchen. So ein Kästchen ist dann meistens ein Device, also ein Gerät, auf dem die Software läuft, oder auf dem Betriebssystem läuft dann ein Execution Environment, hier zum Beispiel der Servlet-Container oder der Application-Server. Also so ein Kasten ist im Grunde immer entweder eine Hardware direkt oder eine Ausführungsumgebung wie eine virtuelle Maschine. Und dann haben sie das wieder Matroschka-mäßig ineinander geschachtelt. Und was sie aber nicht reinschachteln, sind diese Artefakte, die sie deployen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, auf dem Servlet-Container läuft dieses VAR-File, das ist so ein Java-Archivformat, in dem sie Websachen speichern würden, dann machen sie das deutlich über so einen Artefaktkasten und so einen gestrichelten File.
Die Grafik selber habe ich jetzt mit Visio hingemalt. Man kann sie auch, vielleicht ist das so ein Mittelweg, den man wählen kann, mit Plant-UML malen. Das zeige ich Ihnen nur ganz kurz, weil ich das ganz spannend finde. Sie haben Plant-UML ist so eine Beschreibungssprache, die bei uns im GitLab auch mitläuft. Das heißt, Sie können diese Sprache auf Wiki-Seiten verwenden. Und ich habe hier, das nutze hier das Plugin für IntelliJ. Und was Sie hier sehen, sind, das ist jetzt mal ad hoc für dieses Video zusammengeprügelt, eine Architekturgrafik, ein Application Server, eine .NET Runtime und irgendwelche deployten Komponenten mit irgendeiner undefinierbaren Notation. Und Sie sehen hier den Quelltext dazu, ne? Also ich kann hier sagen Node, Node 1 zum Beispiel ist der Kasten hier. Und ich kann hier eine Schachtelung machen. Ich kann sagen, in Node 3 ist hier der Oberkasten, ist der Unterkasten Node Runtime und App Server. Und da kann ich in die Dinger auch noch Komponenten deployen. Also insgesamt eine umfassende Notation. Und ich kann den Source Code als ASCII-Text bearbeiten. Also Sie haben kein Maltool am Hals. Und wenn Sie den Sachverhalt, den Sie haben wollen, im Kopf haben, können Sie es auch recht leicht runtertexten. Und wie gesagt, wenn Sie das Statum, also den Text von Start-UML bis End-UML zu uns in die Wiki-Seiten kopieren, mit so drei Häkchen am Anfang und drei Häkchen am Ende, dann läuft es auch in der Wiki-Seite. Und Sie haben dieselbe Grafik, die Sie jetzt hier in meinem IntelliJ sehen, haben Sie auch bei sich im Wiki. Sie können natürlich auch ein dünnes Brett bohren bei der Architekturdokumentation. Was Sie da machen, ist, ich zeige das nochmal ganz kurz, Sie nehmen einfach einen Zettel und einen Stift und malen Ihre Kästen und Pfeile einfach auf den Zettel und hängen davon Foto ins Wiki. Das ist für unsere Verhältnisse völlig ausreichend. Wir müssen keinen Schönheitspreis für diese Grafiken gewinnen. Und häufig sind so diese handgemalten Sachen, gerade wenn Sie eine schöne Handschrift haben, sogar schöner, als wenn man jetzt in irgendeinem teuren UML-Tool tagelang was hinbastelt und den Knopf nicht findet, um das richtige Element einzufügen. Es geht ja nur darum, dass Sie eine Grafik haben, wo Sie jemand anders was erklären können. Und aus der Grafik wird ja kein Source Code erzeugt oder kein Deployment-Skript. Dann müsste man natürlich formaler vorgehen. Es geht wirklich nur daran, dass Sie im Team was erarbeiten können. Also drei Hanseln am Whiteboard denken sich das gemeinsam aus und dass Sie jemand anders das erklären können. Mehrzwecke hat das gar nicht. So, letzter Punkt, und da kommen wir jetzt zum technischen Durchstich, ist, Sie bewerten das, was Sie getan haben. Das heißt, Sie bauen prototypisch alles zusammen, was Sie sich ausgedacht haben. Das ist der technische Durchstich. Das hier ist dieselbe Folie wie im Foliensatz zum Risikomanagement, weil, wenn Sie der technischen Durchstich, den bauen wir ja deswegen, weil wir sicher sein wollen, dass unsere Architektur so funktioniert, wie wir uns das überlegt haben. Und dass wir mehr Erfahrung damit sammeln. Also sollten wir ein System schon mal prototypisch aufbauen, wo wir wichtige Architekturbestandteile drin haben, möglichst zusammenspielend, oder wo wir Sachen, wo wir ein komisches Bauchgefühl haben, ob das so funktioniert, oder wir wissen nicht genau, wie es funktioniert. Die Sachen sollten wir mit einem technischen Durchstich ausprobiert haben, prototypisch. Also bei so einem Standard betrieblichen Informationssystem sollten Sie vielleicht einen Hello World Datenbankzugriff drin haben, mit ein paar signifikant vielen Daten, dass Sie so ein bisschen Eindruck auch von der Performance kriegen. In der grafischen Oberfläche sollte vielleicht getestet sein, ob Sie mit großen Bäumen umgehen können oder die interessanten Elemente, die Ihrem Kunden wichtig sind, dass die auch wirklich gehen. Irgendwelche Visualisierungen sollten da vielleicht möglich sein. Oder auch die Querschnittsfunktionen wie OAuth 2 sollten vielleicht laufen. Und all das, was Ihnen kritisch erscheint, das bauen Sie in den technischen Durchstich rein. Denn Sie wollen ja früh feststellen, dass es nicht geht, weil wenn Sie es früh wissen, können Sie sich noch für eine Alternative entscheiden. 2 Tage vor der Auslieferung wäre blöd. Wenn Sie jetzt da feststellen, dass irgendwas Spezifisches nicht geht, dann können Sie nichts mehr machen. So. Und wichtig nochmal ist es in der Zielumgebung natürlich, also auf der Hardware, Infrastruktur und so weiter von Ihrem Kunden. Das ist jetzt ein bisschen milder als früher. Also möglicherweise können Sie vieles einfach anhand eines Docker-Containers aufbauen und dann ist relativ wurscht, in welcher Zielumgebung das läuft. So, und warum machen Sie das? Sie wollen Risiken mindern, also Sie wollen feststellen, geht es überhaupt, und wenn es nicht geht, wollen Sie es früh wissen. Und Sie wollen lernen, das ist auch nochmal wichtig, denn wir haben viele Sachen, die Sie jetzt in Ihrem Projekt das erste Mal machen. Zum Beispiel Erkennung von irgendwelchen Symbolen über OpenCV in PDF-Dokumenten. Das hat kein Mensch von Ihnen jemals gemacht, wahrscheinlich vorweg. Und da müssen Sie auch erstmal lernen, wie das geht. Also bauen Sie einen Prototypen, um das festzustellen. Und Sie fräsen sich sozusagen durch die Dokumentation durch und googeln sich da so lange durch, bis Ihr Prototyp das kann. Und wie gesagt, dann hat einer mindestens aus dem Team so viel gelernt, dass er den anderen beibringen kann, wie das geht. Dass jetzt alle gleichzeitig den Durchstich bauen, ist sicher auch ganz hilfreich, aber vielleicht verlieren Sie damit so viel Zeit.
Das zum Thema technischer Durchstich. Wie gesagt, Sie können vieles zum Thema Architektur nachlesen. Es gibt zwei sehr schöne Bücher zum Thema Softwarearchitektur, finde ich zumindest. Es gibt so ein ganz Buch, das gab es schon, als ich noch bei S&M gearbeitet habe, von Gernot Starke, die effektive Softwarearchitektur, so ein pragmatisches Buch zu dem Thema Softwarearchitektur. Ganz lesenswert, und man hat schon den Eindruck, als ob Herr Starke auch wirklich mal ein System gebaut hat. Also der ist, glaube ich, jetzt unter der Flagge der InnoQ unterwegs, in Norddeutschland vor allem. Und ich habe ein Buch Vorgehensmuster für Softwarearchitektur, da bringt der Stefan Todt, den hatte ich am Anfang ja mit der Grafik schon drin, so ein paar Sachen, wie kriege ich jetzt Softwarearchitektur in agilen Projekten hin. Und das ist so sehr schön, so patternartig aufgeschrieben, sodass man nicht das Buch ganz durchlesen muss und versteht trotzdem was.